Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Might and Magic, Era of Chaos. Ich starte das Spiel. Ich mache kurz die Tür zu. So, Tür angelegt. Nebenbei trinke ich mir schon Kaffee. Machen wir mal Vollbetrieb. Might of Magic habe ich da. Ich schaue mal im Buch rein, ob ich da schon Ärger bekommen habe. Ne, da habe ich noch keinen Ärger bekommen. Also alles okay. Akzeptieren. Let us follow in the footsteps of our hero and travel to the mysterious. Jawohl. Geht ja Gott sei Dank alles ganz schnell. Obwohl meine Frau gerade Livestreaming macht. Ja, wechseln, oder? Mit wechseln fortfahren auf Facebook. Und starten wir. Das Spiel habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Wir werden ganz schnell die Dailies machen. Geht ja ratzefatze. Hoffe ich. Ein Vorteil. Ach, das ist mein ganz alter Account. Oder? Warte mal, war der nicht weg gewesen? Überspringen. Ich weiß es nicht mehr, ob der weg war oder nicht. So, Stufenschärfer 10-mal. Wo bin ich denn jetzt hier? Acht Stück, okay, Kampf. Müsste schon passen, hoffentlich. Ah, sieht gut aus. Gebet. Jawohl. Sieg. Komm. Alle meine Magie ist zerstört. Sieht schlecht aus. Sieht ganz schlecht aus.
Na gut. Niederlage. Okay. Mission. Einfordern, einfordern, einfordern. Stufen schlechter. Der Dungeon Lord. Untergrund Dungeon 5-mal. Okay, das schaffen wir. Und noch einmal hier. Benutzen wir den hier. Also Kämpfer gegen den hier, besser gesagt. Information. Erstmal alle raus. Achso, einer muss immer stehen bleiben. Magier. So, das ist meine stärksten Kämpfer. Gut. Ja, dann schauen wir mal, wie der Kampf ausgeht. Ja, nee, vom Krankenhaus ist mal doof zu hoch. Nice. Okay. Dann haben wir die Quest auch schon fertig. Dann kommt jetzt der König der Arena. Dreimal Arena kämpfen. Da bin ich. Und wir wollen gegen den vor mir kämpfen. Da hinten, das wird für mich keinen Sinn machen. Dafür bin ich wahrscheinlich zu schwach. Komm, hier sind auch noch nicht mal die stärksten drin. Ich weiß, wie ich das letzte Mal gespielt hatte. Und da hatte ich bevor ich mich ausgelockt habe, nochmal alle hochgelevelt. Das war die gute Formation, fand ich. Vorne haben wir gleich eine Blockade. Also überall Tanks vorne. Follow me to victory. Super. Zwei Schlüssel. Oh, Rock. Habe ich Rock schon? Ich glaube nicht. Später. Jetzt kämpfe ich gegen den vor mir. Der ist 100 Plätze vor mir. Formation lassen wir so. Vor allem der Gegner hat nur 3, 6, 8. Auch 8. Ich dachte, er hätte nur 6 gehabt. Thank you.
da wäre es zum Beispiel jetzt besser gewesen, dass ich nur drei Tanks in der Reihe habe, weil der hat nur über drei Reihen angegriffen. Und hätte vielleicht dafür einmal mehr DD reingemacht. Aber es hat doch so geklappt. Schon wieder zwei Schlüsse. Schon wieder der Rock. Soll ich gleich mal rechts drücken? Vielleicht kriege ich dann Rock. Der nächste Kampf. Der ist 1300. Okay. Der greift über vier Linien an. Ich habe vier Tanks. Das ist gut. Und das war der Fall. Gut, Quest fertig. Gold. Ah, da war wieder Box. Naja, ja. Dann jetzt Zwergenschiff. Ah, das ist cool. Einmal Kampf. Ach, wieder nicht die stärksten drin. Die Zwerge greifen über eine ganze Linie an. Und die auch. So. Da kommen die ganzen Zwerge an. Normal wäre hinten jetzt Magier und Armbrustschützen wahrscheinlich besser gewesen. Ah, ich hätte lieber auch den anderen Helm mitnehmen müssen, der heilen kann. Weil die machen nicht viel Schaden. Obwohl, geht es wieder nur noch 10 Sekunden. Gut. Ein Durchmarsch bestätigen. Zack. Jetzt haben wir noch Kryptenkunde. Achso, ich kann 8 nehmen und ich habe nur 8, die ich benutzen darf. Ich darf die erste Reihe nicht benutzen. Plätze hätte ich noch frei. Aber es gibt keinen mehr. Da kommen die Zombie-Wellen an. Und wir sind durch. Hm.
krank. Ui. Durchmarsch. Bestätigen. Einfordern. Drachentöter. Da ist Rock. Vom Drachentöter, da brauche ich nur zwei Tanks. Und Rest muss die Idee sein. Ach, Formation brauche ich nicht. So ein Kampf. Okay, let's go. Soweit ich weiß, kann man den gar nicht besiegen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Weil das geht in der Zeit und du musst nur die Schatztruhen holen. Ah doch, du kannst ihn doch besiegen. Oh. Wow, ich hab ihn besiegt. Nice. Expeditionskampagne, okay. Probieren wir die Stärksten der Stärksten einzubauen. Es wird über drei Reihen angegriffen. Also. Wichtig ist, dass immer gegenüber von dem Pferd ein Tank steht. Weil sonst rennt das Pferd durch und macht in der hintersten Reihe einmal den doppelten Schaden. Und Kampf. Jawohl. Gut. Auch geschafft. Goldrausch. Ah. Es fehlt mir noch 10 Punkte. Ausrüstung verbessern. Söldnerboss. Wo gibt es am meisten EBs? Schachfiguren. So, nochmal schnell die ganzen roten Punkte einsammeln. Ich habe ja jetzt schon die Quest, denke ich, fertig. Wunsch? Hm, kein Wunsch.
Na doch, dann machen wir doch einen Wunsch. Ich brauche bessere Fernkämpfer, oder nicht? Gildentechnologie. Ah, so. Mitglieder. Wunsch. Ja, nur 6 Spinnen. Okay. Das war jetzt hier bei der Gilde alles gewesen. Ah, da fehlt noch was. 5 Punkte fehlen noch. Ja, okay, die kriege ich gleich auch noch. Ich mache mal kurz hier die roten Punkte weg. Ork. Bestätigen. Haben wir noch ein roter Punkt da? Immer noch ein roter Punkt. Was ist das denn? Gibt es da etwas? Nee. Keine Ahnung. Gehen wir kurz in die Nachrichten rein. Einfordern. Löschen. Bestätigen. Jawohl. Dann haben wir den Grafen abgeschlossen. Marquise. Mission. I will restore Arathia to its former glory. Ausrüsten. Was sind jetzt schon wieder? I will restore Arathia to its former glory. Zeigen. 8888. Den aufwerten. Alles aktualisieren. Bestätigen. Den machen wir natürlich auch auf 8 alles. Naja. Wie ich es geschafft hätte. Noch den da. Gut, weiter geht's. Einheiten auf 60 habe ich Pixel. Pixel. Brauche ich 8 Stück. Jetzt mal durchmarschieren. Auch Zimmer durchmarschieren.
Und den auch nochmal 10-mal durchmarschieren. So, dann haben wir Pixe fertig. Jetzt sind wir den hier. Erhöhen wir erstmal auf 60. Auch auf 60. Oh, zu weit runter. 60. Den auf 60. Den auf 60. Ah, geht nichts mehr. Okay. Was ist noch da beim Herrn? Achso, was war? Mission. Was haben wir da noch für einen roten Punkt? Anmelden. Geladen. Ergebnis. Super. Dankeschön, Dankeschön für die Glückwünsche. €105. Okay. Mal kurz Einheiten gucken. Ach, das kann ich auch noch machen.
Ja, ich würde mal sagen, wir nähern uns langsam dem Ende zu. Und I will restore Arathia to its former glory. Nature, rise at my call. Okay, das war's. Dailies gemacht, die roten Punkte noch schön eingesammelt und das war's für heute. Dann sage ich mal Dankeschön. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.